Das ist der neue Peugeot 3008. Das ist der Ubi und du bist du. Heute möchte ich dir das neue SUV der Franzosen vorstellen. Wir sehen es, das ist die Marke mit den Krallen und dem Löwen im Logo. Die Franzosen haben mit dem Peugeot 3008 SUV einen echten Erfolgsschlager im Programm gehabt, denn es ist ein unheimlich beliebtes SUV, es war ein dynamisches SUV und es war auch so ein bisschen eben SUV-Coupé-stylig, dennoch aber mit genügend Platz. Das möchte der neue 3008 alles auch gemeinsam fortführen, allerdings natürlich alles noch wesentlich besser machen. Ob er das kann, das werden wir heute gemeinsam herausfinden. Wir gehen mit dem Peugeot 3008 Hybrid auf Testfahrt. Wir werden wie immer die übliche Verbrauchstestrunde hier absolvieren, bedeutet 50% Überland, 40% Autobahn, VMAX 140 und 10% Stadtverkehranteil. Das heißt, hier muss das Mild-Hybrid-Antriebspaket zeigen, was es kann im Alltag. Und ich werde dir natürlich alle wesentlichen und wichtigen Informationen zum neuen Peugeot 3008 hier vermitteln. Wie sind die Platzverhältnisse? Was hat sich geändert? Wie ist er im Innenraum? Was sind die positiven? Was sind die negativen Eigenschaften? Wie fährt er sich? Was kostet er? Das erfährt ihr am Ende genauso wie die Abrechnung des Verbrauchs und natürlich meine persönliche Meinung. Wenn dich das Ganze jetzt interessiert, dann würde ich mich freuen, wenn du den Kanal hier abonnierst, das Video likest und mir deine Meinung unten in der Kommentarbox hinterlässt, sodass wir am Ende des Videos auch gerne ein wenig diskutieren können. Und nun würde ich sagen, ich steige ein, ihr kommt mit und auf geht's, die Fahrt im neuen Peugeot 3008 Hybrid. Viel Spaß! Der Peugeot 3008 war ein echter Verkaufserfolg in der Vorgängergeneration von dem neuen. Für Peugeot es ist ein unheimlich beliebtes Mittelklasse-SUV. Und woran liegt es? Vor allem an dem gefälligen, sportliches Design, so ein bisschen SUV-Coupé-haft, im Innenraum auch einfach ein bisschen extravagant. Und genau das hat Peugeot hier wunderbar übernommen beim neuen Modell. Wir sehen schmale LED-Scheinwerfer, drei Krallen als Tagfahrlicht, LEDs hier in den Frontschürze hineingezogen, auch einen schönen Kühlergrill, den man hier sieht mit Elementen, die ja so fließend oder dreidimensional zu dem neuen Markenlogo hinfliegen. Das wirkt echt schön geschlossen, hat aber auch eben so ein bisschen schon den Touch eines Elektrofahrzeugs mit einer geschlossenen Maske. Das auch nicht ohne Grund, denn den Peugeot 3008 gibt es nicht nur als Hybrid-Variante, also als Mild-Hybrid-Variante wie hier, sondern auch als Plug-in-Hybrid-Version und auch als vollelektrische Variante. Die vollelektrische Variante stand auch im Endeffekt Pate hier für diese Mix-Plattform und war auch priorisiert. Das heißt also, im Endeffekt mussten sich hier nicht die Elektrofahrzeuge hier unten untergliedern auf dieser Plattform, sondern diesmal musste es umgekehrt. Die Verbrenner mussten sich an diese Plattform anpassen. Der Peugeot 3008 hat eine Außenlänge von 4,54 Meter, eine Außenbreite mit den Außenspiegeln von 2,11 Meter und eine Fahrzeughöhe von 1,64 Meter, also echt ein SUV, mehr Bodenfreiheit, aber sehr schöne kompakte Abmessungen, vor allem am Heck wirkt das Fahrzeug sehr kurz abgeschlossen, hat einen kurzen Überhang, dann die Heckklappe öffnet weit nach oben, da muss man echt aufpassen, dass man nicht oben irgendwo anschlägt. Die ist auch manuell hier zu öffnen. Es gibt in der größeren Variante GT dann tatsächlich eine elektrische Heckklappe. Die sollte man auch einstellen können in der Höhe, die manuelle natürlich nicht. Das zeigt auch das Fahrzeug hier. In dem Fall ist es ein Mietfahrzeug. Der hat es nagelneu und hat dann schon eine Macke oben auf dem Kofferraumdeckel, weil eben der oben irgendwo angeschlagen ist. Der Kofferraum, 520 Liter bietet er auf einem doppelten Laderaumboden. Wir haben dann bei umgelegter Rücksitzlehnen, das ist im Verhältnis 40, 20, 40 umlegbar, dann
bis zu 1480 Liter Stauraumvolumen, aber eine leicht nach vorne hin ansteigende Laderaumfläche. Positiv zu erwähnen, es gibt hier ein Laderaumtrennnetz, das man dann sogar hinter den Vordersitzen installieren kann. Das sorgt natürlich dann dafür, dass man den Wagen auch wirklich dachhoch beladen kann und vor allem auch sicher beladen kann. Beladen kann man ihn dann auch im Ford, unter anderem mit Passagieren, so eben auch mit Kindern, die dann auf Isofix sitzen, hoffentlich gut gesichert sind. Das können Sie im Ford an den Außenpositionen. Da gibt es die Isofix-Haken, leider nicht auf dem Beifahrersitz. Das würde ich mir noch durchaus wünschen. Für mich als 1,76 Meter große erwachsene Person sitzt es sich hinter meinem imaginären Ich gut. Ich habe genügend Kniefreiheit, habe auch eine noch ausreichende Kopffreiheit. Dennoch, wer größer ist und den Kopf ein bisschen nach hinten lehnt, der könnte dann durchaus schon Kopfberührung mit der abfallenden Dachlinie bekommen. Es gibt dennoch Luftausströmer, es gibt zwei USB-C-Anschlüsse, eine 12-Volt-Buchse und es gibt auch einen Kleiderhaken. Also all das ist vorhanden. Leider keine Sonnenschutzrollos und auch keine Mittelarmlehne. Hierzu müsste man dann eben das Mittelteil der Rücksitzlehne umlegen, hatte dann allerdings ein Loch in Richtung Kofferraum. Das ist dann ja vielleicht sicherlich auch nicht der weisen letzter Schluss. Echt toll und famos sind weiterhin die AGR, also nach Aktion gesunder Rücken zertifizierten Sitze, in dem Fall hier der vordere Fahrersitz. Der ist nämlich ausreichend hoch weit einstellbar, hat eine ausziehbare Schenkelauflage und es lässt sich das vordere Sitzteil auch in der Höhe und der Neigung entsprechend verstellen. Somit findet sich eine echt tolle Sitzposition hier im iCockpit. iCockpit bedeutet, es ist ein reduziertes Cockpit. Es soll eben auch so ein bisschen mehr das Head-Up-Display-Style haben, obwohl es kein Head-Up-Display hat. Wie wird das umgesetzt? Bei Peugeot wird das Ganze so umgesetzt, dass man eben dieses extrem kleine Lenkrad hat, was oben und unten abgeflacht ist, sodass der Blick des Fahrers über den Lenkranz auf das Display, was erhöht ist in seiner Position, einen Blick wirft und somit der Weg, den die Augen von der Straße zum Display zurückzulegen haben, möglichst kurz ist und damit quasi so ein bisschen der Charakter eines Head-Up-Displays entstehen soll. Nicht jedem passt dieses iCockpit, nicht jeder kann perfekt auf das Display schauen. Bei mir ist es auch immer so, der untere Rand ist dann immer so leicht abgeschnitten vom Display. Es wird hier allerdings nichts Wesentliches verdeckt, außer einem Peugeot-Schriftzug in diesem Fall. Das Display ist in diesem Fall hier optional ein durchgängiges Display, ein 20 Zoll Display. Und das ist wirklich so, dass diese Displayfläche durchgängig ist. Das Kombi-Instrument kann dann über die Lenkstockhebel entsprechend angepasst werden in den vorkonfigurierten Ansichten. Der zentrale Media-Bildschirm, der kann dann auch eben über die sogenannten Eye-Toggles, das sind dann auch hier ein kleines Displayfläche, wo man eben große Elemente hat für Direktwahlzugriffe wie Medien, Klimaanlage, Navigation, Telefon, Mirrorscreen. All das kann man dann eben hier direkt als Direktwahltaste ablegen. Man kommt auch mit einer Home-Taste perfekt auf den Home-Bildschirm wieder zurück. Ansonsten kann man eben auch hier mit den Touch-Elementen gut den Monitor bedienen. Einzig die Bedienstruktur ist etwas verschachtelt und nicht ganz optimal umgesetzt. Gut gelegen allerdings Start-Stopp-Knopf und der Wählhebel hier für das 6-Gang-Doppelkupplungsgetriebe, der liegt sehr griffgünstig. Wir haben dann eben ein sehr cleanes Cockpit hier, das auch sich wieder auszeichnet durch diese nach Kunststoff wirkende oder nach Stoff wirkenden Kunststoffelemente hier drinnen. Das ist fein gemacht, wirkt sehr schön und lockert auch den Innenraum deutlich auf und lässt ihn ein bisschen luftiger wirken. Genauso wie diese leicht schwebende Mittelkonsole mit Direktwahltasten für die Klimabedienungen, zum Beispiel Defrosten oder Entfrosten der Front- und Heckscheibe oder aber hier auch der Drive-Mode-Schalter. Hier können wir eben drei verschiedene Modi einrufen, ganz normal, Eco, Normal und Sport. Wir haben auch auf der Mittelkonsole dann den Warnblinktaster und ein Drehrädchen für die Lautstärkenregulierung oder das Muten. Der Sitzkomfort ist gut, die Verarbeitung ist auch gut, alles wirkt hier echt sauber zusammengesetzt. Da gibt es in dem Sinne rein gar nichts zu bemängeln. Kommen wir nun aber zum Antrieb. In diesem Fall haben wir hier einen sogenannten Mild-Hybrid unter der Haube.
Der Peugeot 3008 Hybrid besteht aus einem 1,2 Liter Dreizylinder Turbobenziner, der überarbeitet wurde und jetzt an ein 48 Volt Mild-Hybrid-System mit Riemen-Starter-Generator angeschlossen wurde. Zudem wurde die 8-Gang-Wandlerautomatik rausgeworfen und hier gegen ein 6-Stufen-Doppelkupplungsgetriebe ersetzt. Das soll dann dafür sorgen, dass nicht zum einen die Schaltvorgänge deutlich angenehmer und zügiger werden, vor allem ohne Zugkraftunterbrechung. Da gab es ja bisweilen mit der 8-Gang-Automatik ein bisschen Lethargie im System. Das soll jetzt besser sein. Der Verbrennungsmotor leistet hier 100 kW und 230 Newtonmeter maximales Drehmoment. Die E-Maschine, die hier noch vorhanden ist, die bietet 21 PS und 51 Newtonmeter als Boost-Funktion. Das heißt, da kann dann nochmal zusätzlich eben ein bisschen Energie kurzfristig einmal abgegeben werden. Es gibt auch nur eine sehr, sehr kleine Pufferbatterie, die dafür sorgt, dass aber dennoch das Fahrzeug kurze Strecken von ein paar hundert Metern elektrisch zurücklegen kann, was natürlich den Verbrauch insbesondere im Stadtverkehr weniger Kraftstoff verbrauchen soll. Leider ist das Zusammenspiel hier in dem Fahrzeug, also im 3008, nicht so optimal umgesetzt worden wie noch in anderen Stellantis-Modellen, wie etwa im Opel Corsa, den ich gefahren bin als Hybrid. Und da war ich ja begeistert von diesem Antriebsstrang. Hier muss ich sagen, passt es irgendwie nicht wirklich zusammen. Ob das jetzt eben an dieser Bodengruppe steht, wie gesagt, und der Priorisierung des Elektromodells, das sei jetzt mal dahingestellt. Dennoch fällt auf, der Motor oder der Antrieb ist sehr laut, sehr präsent. Also man hat ein sehr lautes Sirren, immer dann von innen und vor allem explizit von außen ist es wirklich laut. Da stört das Ganze dann auch schon, wenn man dann elektrisch durch die Gegend fährt. Und zudem ist auch so ein bisschen das Harmoniespiel zwischen Motor, Elektromotor und dem Getriebe passt auch immer mal wieder nicht. Wenn er elektrisch fährt, merkt man die Schaltrucke dann des Getriebes doch recht deutlich, wenn da die Gänge gewechselt werden. Immer mal wieder ist es dann auch ein bisschen ruckelig, der Übergang von Elektrofahren auf Verbrennungsfahren. Das ist sehr schade. Und zudem auch nicht sonderlich gut gelöst ist die hohe Rekuperationsleistung des Systems. Bedeutet, gerade wenn man eben jetzt auf der Landstraße unterwegs ist, man möchte dann zum Ortseingang hinrollen, das klappt nicht wirklich, weil das Fahrzeug immer stark rekuperiert und dann eben eher so ein bisschen wie ein One-Pedal-Drive eines Elektrofahrzeugs wirkt. Das ist vielleicht ganz nett gemeint, am Ende ist es aber doof, weil man es nicht abschalten kann. Wenn ich es zuschalten könnte über die Schaltpedal, die nur dafür da sind, um die Gänge im Getriebe zu wechseln, dann wäre das eine andere Geschichte, weil man dann eben vielleicht sogar in 2 Stufen oder so die Rekuperation einstellen könnte und so beeinflussen könnte, ob ich mehr rollen möchte oder mehr rekuperieren möchte und die Bremsanlage schonen möchte, zum Beispiel bei Bergabfahrten. Das ist aber nicht möglich und deswegen wirkt das auch immer so ein bisschen wie so ein Nicken, wenn dann eben hier einfach nur die Energie zurückgewonnen wird. Dennoch erstaunlich, dass eben dieser Mild-Hybrid doch eine so hohe elektrische Leistung bietet und so oft auch elektrisch fährt, also dass man hier wirklich ganz ordentliche Strecken sammelt, wenn man dann hier elektrisch eben unterwegs ist, ohne dass man es so richtig mitbekommt. Auch schade, das Getriebe schaltet sehr früh die Gänge nach oben, möchte die Drehzahl niedrig halten, aber der Dreizylinder ist halt mit niedrigen Drehzahlen nicht ganz optimal unterwegs und hat dann eher mit Vibrationen zu kämpfen, die dann auch bis ins Lenkrad hinein übertragen werden. Also ernsthaft, leider, hier müssten die Entwickler einfach nochmal Hand anlegen und die Feinabstimmung deutlich besser machen. Nichts zu bemängeln gibt es allerdings dafür beim Fahrwerk. Das Fahrwerk ist angenehm knackig, ja, vielleicht ein Tick zu straff, das war es aber schon beim Vorgänger auch, also ein eher straffes Fahrzeug. Dennoch lässt er sich angenehm komfortabel auch auf schlechten Straßen fahren. Lediglich so tiefliegende Kanaldeckel, kurze Stöße von Querfugen, die mag das Fahrwerk hier nicht und reicht es dann etwas trockener auch an die Insassen weiter. Das ist ein bisschen schade. Dafür sorgt es allerdings dann wiederum dafür, wenn man dann eben sportlich unterwegs ist, dann liegt das Auto satt auf der Straße. Einzig, die Lenkung ist dann ein bisschen zu leichtgängig, zu indirekt. Da würde man sich auch
viel mehr Unterstützung von der Straße, also Kontakt zur Straße wünschen, um dann eben hier mehr Fahrspaß aufkommen zu lassen. Die Assistenzsysteme von der aktiven Spurhaltung bis zur Abstandsregelung oder eben der tote Winkelüberwachung und der Einparkhilfe mit 360-Grad-Option, die sind alle insgesamt wirklich gut gelöst und machen auch ihre Aufgabe so, wie sie sollen, unterstützend und jetzt nicht unbedingt hier bevormundend oder aber zu sehr eifrig arbeitend. Das funktioniert alles ganz gut. Die Verkehrszeichenanzeige mit ihrem nervigen Warnton, das ist ein bisschen lästig. Das muss man auch immer wieder deaktivieren. Es gibt hier aber auch keinen mir bekannten Schnellzugriff, um das hier abzuschalten. Das muss man dann eben sich so einstellen, dass man da etwas zügiger hinkommt. Ich hoffe, das war jetzt alles informativ für dich. Jetzt gibt es natürlich noch das Fazit mit der persönlichen Meinung und natürlich auch das Thema Verbrauch werden wir jetzt nochmal genauer angehen und was kostet der 3008. Also dranbleiben und bis gleich beim Fazit. Nicht nur das Design des Peugeot 3008 überzeugt, sondern auch das Fahrzeug beim Fahren. Das Fahrwerk ist angenehm toll austariert, bietet eine gute Mischung aus Komfort und dynamischem Fahren. Das iCockpit, das muss jeder für sich erst einmal herausfinden, ob das passt, ob vor allem die Sitzposition mit dem kleinen Lenkrad und dem Blick über das Lenkrad für einen passt. Die Sitze sind aber toll AGR zertifiziert, auch das waren sie beim Vorgänger. Ich finde es auch schön, dass man diese Stoffbahn quasi wiedergeholt hat, ohne dass es allerdings Stoff ist. Das wirkt dennoch gut und schön aufgeräumt, ein sehr cleanes Cockpit. Bedienung allerdings hier und da ein bisschen eingeschränkt, was die Verschachtelung der Systeme angeht. Vieles muss man dann vielleicht doch auf die iToggles legen. Das ist aber eine schöne Möglichkeit, eben mit schnellen Direktwahlzugriffen hier sich die Bedienung etwas zu erleichtern. Dennoch, meiner Meinung nach, könnte das ein bisschen schöner und aufgeräumter sein. Die Platzverhältnisse sind gut, wenn auch die Kopffreiheit durch diese abfallende Dachlinie im Fond etwas eingeschränkt ist, auch der Kofferraum dadurch von der Ladehöhe ein bisschen eingeschränkt ist. Wer da mehr Platz braucht, der muss zum großen Bruder, dem 5008, greifen. Ich würde allerdings nicht zum Hybridantriebsstrang greifen, den wir hier gefahren sind, denn der wirkt in sich einfach noch nicht fertig entwickelt. Da ist irgendwie das Zusammenspiel zwischen Motor, Getriebe und eben dem Elektromotor, das passt einfach noch nicht. Außerdem haben wir laute, sirrende Geräusche immer wieder beim Fahren im elektrischen Betrieb und auch sonst. Das passt einfach nicht zu dem an sich guten Antriebsstrang, den man sonst auch so kennt, unter anderem von Opel. Da bin ich neben Corsa gefahren, da konnte er mich wirklich überzeugen. Auch dieses starke Rekuperieren, was nicht einstellbar ist, das kann durchaus immer mal wieder nerven, weil man dann doch gerne mal eben eine längere Strecke rollen möchte. Das funktioniert eben mit dem System nicht, weil er immer stark rekuperiert und dann gibt es immer eine Nickbewegung. Also nicht sonderlich harmonisch. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, man möchte dann eher weg vom Verbrenner und dann sollte der Kunde doch lieber bitte gleich die vollelektrische Variante kaufen, die eben gut 9.000 Euro über dem Hybrid liegt, ist natürlich auch deutlich kräftiger, hat auch eine große Antriebsbatterie und optional gibt es dafür sogar eine bis zu 98 Kilowattstunden große Batterie, sodass dann eben Reichweiten von über 600 Kilometer ermöglicht werden. Ich persönlich könnte mir vorstellen, dass der E3008 ein echt gutes Fahrzeug ist. Ich würde ihn sehr gerne nochmal fahren. Vielleicht klappt es ja doch noch. Beim Preis liegen wir hier bei 39.250 Euro in der Einstiegsvariante Allure, so wie sie hier steht für den Hybrid. Darüber rangiert die voll ausgestattete GT-Variante, die man durchaus anschauen sollte, wenn man dann eben nochmal mehr Assistenzsysteme, vielleicht noch das Adaptiv-LED-Licht haben möchte, dann ist man bei der GT-Variante auf alle Fälle sehr gut aufgehoben. Und dann könnte man auch gleich den Preis investieren. Der Wagen, so wie er hier steht, mit den drei Assistenz-Ausstattungspaketen plus der Metallic-Lackierung, liegt bei knapp 44.000 Euro und damit ungefähr auf dem Niveau der GT-Variante. Das ist preislich in Ordnung, meiner Meinung nach optisch halt ein echt cooles Fahrzeug. Jetzt bin ich aber gespannt auf deine Meinung. Schreib es mir unten in die Kommentarbox, abonniere gerne den Kanal und gib dem Video gerne ein Like. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann demnächst wieder hier bei UBI Tested sehen. Ich bedanke mich für dein Reinklicken, wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, sage Tschüss und Servus, dein UBI.